Mit Leidenschaft, Wille und Teamgeist, ja, da kommen wir im Turnier weit. Dann wird das ein Erfolg, wie schon lange nicht bei der EM 2020. Ey, ja, dieses Mal läuft es anders. Wir holen den Pokal nach raus. Wir haben viele gute Spieler am Start. Ja, ja. Und es ist wieder EM. Wir haben echt gute Spieler im Rennen. Wir vergessen die miese WM, denn jetzt wird wieder um Titel gekämpft. Da, der Kader ist super stark. Wir haben so viele krasse Fußballer. Werner Lies, viele Chancen liegen. Doch in dem Turnier wird er ein Superstar. Hummels und Müller sind wieder back. Doch durch die Leistung verdient dabei. Vor 3 Jahren ging's in der Gruppe raus. Doch es passiert nicht wieder, nein. Wir freuen uns deutschlandweit. Neben Corona endlich ein neuer Hype. Das Spiel gegen Lettland ein Lichtblick. Wenn's so weiter läuft, dann läuft es auch richtig. Mit Leidenschaft, Wille und Teamgeist, ja, da kommen wir im Turnier weit. Dann wird das ein Erfolg, wie schon lange nicht bei der EM 2020. Ey, ja, dieses Mal läuft es anders. Wir holen den Pokal nach raus. Wir haben viele gute Spieler am Start. Ja. Neuer im Tor, Welttorhüter, Hummels, Rüdiger, Süle davor. Im Mittelfeld Gündogan, Kimmich und Kroos. Vorne macht Gnabry und Müller das Tor. Außerdem kommen Demir, Sané und Werner. Mit Emre Can, Goretzka und Havertz. In dem kompletten Turnier haben wir einer der stärksten Kader. Gute Defensive und viel Torgefahr. Unser Team ist hinten also vorne stark. Viele glauben nicht an ein Wunder jetzt. Doch vielleicht wird das Team ja auch unterschätzt. Wir vergessen die krasse Blamage. Letztes Mal reicht es ja nicht mehr fürs Achtelfinale. Jetzt wollen wir uns wieder. Bei dieser EM wird Deutschland der Sieger. Mit Leidenschaft, Wille und Teamgeist, ja, da kommen wir im Turnier weit. Dann wird das ein Erfolg, wie schon lange nicht bei der EM 2020. Ey, ja, dieses Mal läuft es anders. Wir holen den Pokal nach raus. Wir haben viele gute Spieler am Start.